Herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich eine Bewegungsaufgabe rechnen werde, die Kanonenkugel. Sehen wir uns mal die Angabe an, die ich euch gleich im Anschluss danach nochmal einblende. Dann könnt ihr einen Screenshot machen und habt die gleiche Angabe wie ich hier immer parat. Eine Kanonenkugel wird von einem 10 Meter hohen Podest mit einer Startgeschwindigkeit von 60 Meter pro Sekunde nach oben geschossen. Bumm. Sie bewegt sich nach folgendem Gesetz. Ihr habt hier die Formel angegeben. H von t, also die Höhe in Abhängigkeit von der Zeit, ist gleich. Und dann kommt die Formel. Wir sehen eine quadratische Funktion. Minus 9,81 halbe mal t Quadrat plus 60t plus 10. Jetzt, wenn man sich die Formel ansieht, sieht man schon die Größen von der Angabe oben. Die stecken da irgendwie drin. Da hinten die Zahl, die gibt an, von welcher Höhe wird die Kanonenkugel abgeschossen. Dann dieser Teil hier. Mit dem T hinten dran, hier spielt die Startgeschwindigkeit eine Rolle, also welche Geschwindigkeit hatte die Kugel zu Beginn. Und ja, das da oben, vielleicht weiß es jemand von euch, das ist die Erdbeschleunigung oder der sogenannte Ortsfaktor, das G in der Physik, minus 9,81 halbe. Warum das hier halbiert werden muss, das würde jetzt zu weit gehen, das erkläre ich vielleicht ein anderes Mal. Jedenfalls spielt das eine Rolle. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man hier überall positive Vorzeichen und hier aber negatives. Das deshalb, weil die Erdbeschleunigung ja nach unten zieht, also in die negative Richtung, und die Startgeschwindigkeit zum Beispiel nach oben. Okay, also das ist die Formel, mit der wir arbeiten. Und dann gibt es hier verschiedenste Fragen dazu. Wie gesagt, ich blende es euch nachher ein, gehe ich jetzt nicht alles durch. Was wir für dieses Beispiel nutzen werden, ist der Fakt, dass wenn man diese Gleichung hier, die ja einen Ort angibt oder eine Position, wenn man die einmal ableitet, dann ergibt sich eine Gleichung für die Geschwindigkeit. Ich schreibe das nochmal hin. H von t abgeleitet, und immer wenn man eine Formel abhängig von t hat und die ableitet, dann macht man keinen Strich, sondern einen Punkt. Also H Punkt von t ist gleich V von t, also die Geschwindigkeit. Und ja, dazu muss man das einmal ableiten. Mache ich später im Beispiel dann. Und was wir uns dann noch ansehen können, wenn ich die Geschwindigkeitsgleichung einmal ableite, also V Punkt von t, dann ergibt sich eine Gleichung für die Beschleunigung A von t. Können wir uns dann auch nochmal ansehen, was dann in diesem Fall mit der Gleichung hier passiert. Okay, jetzt blende ich euch die Angabe nochmal ein. Wie gesagt, macht euch ruhig einen Screenshot, dann habt ihr es immer dabei. Gut, und noch etwas, diesen Punkt A, den habe ich den Computer erledigen lassen, das habe ich nicht selber mit der Hand gezeichnet. Mit dem Programm GeoGebra geht das ja ganz schön. Und diese Grafik, die werde ich immer wieder hernehmen und hier die Rechenaufgaben überprüfen, ob das zusammenpasst. Gut, dann gehen wir es an. Aufgabe B, hier steht in der Angabe, nach welcher Zeit ist die Kugel wieder am Boden? Lies zuerst aus dem Graphen ab und berechne dann die exakte Zeit. Okay, also Kugel am Boden, der Graph sagt uns, bumm, hier, also irgendwie ein bisschen was nach 12 Sekunden, 12 Sekunden irgendwas, dann rechnen wir das mal nach. Sehen wir uns mal die Formel an, die gibt ja an, Höhe von t ist gleich und so weiter und so fort. Und was heißt denn wieder am Boden? Das heißt ja, dass die Höhe, das h von t, ganz genau 0 ist. Wir sehen also hierher, hier an diesem Punkt, ist die Höhe ganz genau 0. Das wäre mathematisch gesehen ganz genau die Nullstelle der Funktion. Die gibt an, wann, zu welcher Zeit die Kugel wieder am Boden ankommt. Und die Rechnung dazu sieht also so aus. Das h von t, das müssen wir 0 setzen. Das heißt, wir nehmen unsere Gleichung her, unsere Ausgangsfunktion, hier habe ich sie nochmal, die da oben, und setzen statt dem h einfach eine 0 ein. Dann steht hier 0 ist gleich minus 9,81 halben mal t Quadrat plus 60t plus 10. Im Übrigen, diesen Bruch, den habe ich nur so stehen gelassen, damit man sieht, dass hier das 9,81 eine Rolle spielt. In der Rechnung brauchen wir das nicht, also können wir das ruhig als Dezimalzahl hinschreiben. 0 ist gleich minus 4,905 mal t Quadrat plus 60t plus 10. Ja, und wir haben hier eine wunderschöne quadratische Gleichung, und ihr wisst ja sicher schon, wie man die löst, nämlich mit der großen Lösungsformel für quadratische Gleichungen, die gerne auch Mitternachtsformel genannt wird. Ich schreibe nochmal her, a ist gleich minus 4,905, b ist gleich 60 und c ist 10.
die Formel auflösen, das tue ich jetzt nicht. Das könnt ihr bestimmt alleine. Jedenfalls kommen dann zwei Lösungen raus. Ich habe ein T1 und ein T2. Achtung, meine Variable ist jetzt ausnahmsweise kein x, sondern eben die Zeit t. Und einmal kommt raus 12,4 Sekunden und einmal minus 0,16 Sekunden. Und vor allem dieses Ergebnis da oben sieht ja schon mal sehr gut aus. Das haben wir ja genau gesehen in der Grafik. 12,4 zeichne ich also ein. 12,4 Sekunden. Jawohl, hier kommt die Kugel auf. Und was soll dann dieses minus 0,16? Ja, ihr seht, wenn also die Kugel nicht von einem Podest wegfliegen soll, sondern vom Boden, dann hätten wir sie 0,16 Sekunden früher abschießen müssen. Aber das beantwortet ja nicht unsere Frage, also ist die einzige Lösung für uns diese 12,4. Also das hier, das können wir streichen. Okay? Also nach 12,4 Sekunden kommt die Kugel wieder am Boden auf. Schreiben wir das nochmal hin. Als Antwortsatz immer, wenn etwas in einem Satz gefragt ist, sollte man ja auch mit einem Satz antworten. Also nach 12,4 Sekunden kommt die Kugel wieder am Boden auf. Jawohl. Wunderbar. Nächster Punkt. C. Hier steht, bestimme durch Ableiten von H von T eine Gleichung, welche die Geschwindigkeit der Kanonenkugel zu jedem Zeitpunkt angibt. Ja, genau das ist das, was ich hier vorher gesagt habe. Wenn man diese Gleichung, die Ortsgleichung einmal ableitet, bekommt man eine Gleichung für die Geschwindigkeit. Und genau das machen wir jetzt. Also H von T, Punkt. Nochmal dazu gesagt, immer wenn die Variable T ist, macht man keinen Strich, sondern einen Punkt. Das ist einfach so, hat sich so eingebürgert. Das hier gibt mir eine Gleichung für die Geschwindigkeit. Und ja, wenn ich jetzt das da oben nochmal ableite, auch hier ist es praktisch, das in dieser Form mit dem Bruch zu schreiben, weil ihr wisst ja, durchs Ableiten kommt die Hochzahl nach vorne, wird multipliziert, kürzt sich gleich weg mit dem Bruch. Also ich kann gleich sagen, minus 9,81 mal t. Und aus dem 60t wird plus 60 und die Konstante hinten, die fällt ja weg, die wird 0 beim Ableiten. Also ist das die Formel, die mir die Geschwindigkeit abhängig von der Zeit angibt. Und mit dem werden wir jetzt weiterrechnen. Und zwar bei Punkt D. Berechne die Geschwindigkeit der Kugel nach 2 Sekunden und nach 9 Sekunden. Okay, hier haben wir eine Formel, die uns die Geschwindigkeit angibt und wir sollen die Werte jetzt für 2 Sekunden und 9 Sekunden berechnen. Das heißt, V von 2 und V von 9 muss ich ausrechnen. Ich muss also diese Gleichung hernehmen und hier die Zeitwerte einsetzen. Einmal minus 9,81 mal 2 plus 60 und das hier ergibt 40,38. Und wir sind ja hier in der Physik, da sind Einheiten wichtig. Wir haben es mit einer Geschwindigkeit zu tun, also Meter pro Sekunde. Im Übrigen, kleiner Tipp, wenn ihr das mal 3,6 rechnet, dann bekommt ihr die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde raus. Sagt euch vielleicht dann mehr als diese Werte hier. Und für 9 mache ich das auch noch. Minus 9,81 mal 9 plus 60. Ist gleich minus 28,29 Meter pro Sekunde. Interessante Sache. Hier ist die Geschwindigkeit positiv. Hier ist sie negativ. Wir haben ein Minus davor. Das hat eine Bedeutung, nämlich, dass hier die Kugel bereits nach unten fliegt nach 9 Sekunden. Und ich sehe mal ganz kurz in die Zeichnung rein. Nach 2 Sekunden fliegt sie nach oben, nach 9 Sekunden hat sie schon umgedreht, fliegt nach unten. Aus diesem Grund hier negative Werte für V. Also schreibe ich hier dazu, Kugel fliegt nach unten, so wegen diesem Minus hier. Zack, nächster Punkt. E. Berechne, zu welcher Zeit die Kugel am höchsten Punkt ankommt. Also, wir sprechen hier von einem Maximum. Wann, zu welcher Zeit ist die Kugel hier ganz oben? Und in der Zeichnung können wir ablesen, irgendwann nach 6 Sekunden vermutlich. Und wir haben ja immer vom Maximum gesprochen. Erste Ableitung muss 0 sein. Und genau das zeigt sich auch hier recht schön. Was ist denn die erste Ableitung? Die Geschwindigkeit. Und die muss 0 sein ganz oben. Ja, irgendwie logisch. Wenn die Kugel zuerst rauffliegt, dann ist sie am höchsten Punkt, dann fliegt sie wieder runter. Dann muss die Geschwindigkeit am höchsten Punkt oben genau 0 sein. Weil wenn wir ein Foto machen würden, gerade am höchsten Punkt und das einfrieren, dann bewegt sich die Kugel hier nicht. Okay, sie bewegt sich hier mit positiver Geschwindigkeit, hier mit negativer und genau oben ist die Geschwindigkeit eben 0. Und das passt ja ganz gut damit zusammen, wie wir bis jetzt immer diese Hochpunkte oder die Maxima berechnet haben. Ihr seht also, die beiden Konzepte
passen hier gut zusammen. Also, wir wollen das Maximum berechnen. Das heißt, die erste Ableitung, das h von t, soll 0 sein. Oder man kann auch sagen, das v von t, also die Geschwindigkeit abhängig von der Zeit, soll 0 sein. Gut, diese Gleichung hier, v von t soll 0 sein. Also ich ersetze hier einfach das v von t durch ein 0. 0 ist gleich minus 9,81 mal t plus 60. Und das ist ja jetzt nun sehr, sehr einfach, das hier aufzulösen. Ich rechne minus 60 und habe dann minus 60 ist gleich minus 9,81 mal t. Und jetzt dividiere ich noch durch minus 9,81 und habe dann hier t ist gleich 60 durch 9,81. Und das hier ist ungefähr 6,12. T ist eine Zeit, also Sekunden. Und ganz genau das kam ja in der Kurve auch vorher raus. Irgendwie ist irgend sowas rund um 6 Sekunden. Okay, also nach 6 Sekunden ist die Kugel am höchsten Punkt angelangt. Jawohl. Nächster Punkt F. Welche maximale Höhe erreicht die Kugel? Na gut, damit hier ist Folgendes gemeint. Wir wissen jetzt, nach ca. 6 Sekunden erreicht sie den höchsten Punkt, aber wie hoch kommt sie? Ungefähr 200 Meter hoch, sagt uns die Grafik. Und genau das rechnen wir nach. Wir wollen also eigentlich berechnen die Höhe genau zu jener Zeit, also zu jenem T, ich nenne das mal T-Stern. Okay, das ist die Zeit, an dem sie das Maximum erreicht und die Höhe zu dieser Zeit, die wollen wir berechnen. Und dazu benötige ich wieder meine Ursprungsgleichung. Also ihr seht schon immer, wenn es wirklich um Orte geht, um Y-Koordinaten, dann muss man die Ursprungsgleichung hernehmen. Immer wenn es um Geschwindigkeiten geht, die erste Ableitung. Also wir haben hier die Höhe zu unserer Zeit 6,12. Das war ganz genau dieses T-Stern hier. Habe ich eingesetzt in diese Ursprungsgleichung hier und hier kommt dann eine Höhe von 193,5 Metern raus. Und hier spare ich mir die Antwort. Ich glaube, das schafft ihr auch, das noch hinzuschreiben. Dann schließlich der letzte Punkt G. Mit welcher Geschwindigkeit kommt die Kugel am Boden an? Jetzt wird es nochmal spannend. Gefragt ist eine Geschwindigkeit, nur zu welcher Zeit? Ja, da sehen wir nochmal her. Wann ist denn die Kugel genau am Boden angekommen? Das, was wir vorhin berechnet haben, also diese 12,4 Sekunden. Das heißt, was wir jetzt eigentlich berechnen müssen, ist die Geschwindigkeit zur Zeit 12,4 Sekunden. Wir nehmen uns wieder unsere Gleichung von vorhin her für die Geschwindigkeit, die da, und setzen einfach für die Zeit 12,4 ein. Also minus 9,81 mal 12,4 plus 60. Und hier kommt ein Wert von minus 61,64 Meter pro Sekunden raus und wir sehen wieder natürlich minus, die Kugel fliegt nach unten, wenn sie aufkommt, ist ja irgendwie logisch. Was vielleicht noch interessant ist, die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde umzurechnen, also mal 3,6 das Ganze, dann haben wir minus 221,9 Kilometer pro Stunde. Also ja, die kommt da mit einem ganz schönen Karacho an. Jo, das war's schon wieder. Aber etwas habe ich noch vergessen, was ich euch zu Beginn versprochen habe, nämlich, dass wir uns das hier ansehen, die Geschwindigkeitsgleichung nochmal ableiten. Ich nehme die Geschwindigkeitsgleichung nochmal her, das war die, und die leite ich jetzt nochmal ab. Also, ich schreibe hin v Punkt von t, das ist ja die Beschleunigung, Acceleration a von t, und davor kann ich noch schreiben, das wäre ja die Ursprungsgleichung zweimal abgeleitet. Dann macht man zwei so Punkte rauf. Und wenn ich das mache, dann kommt ganz genau minus 9,81 raus. Das t fällt ja weg und die plus 60 fallen beim Ableiten weg. Und das stimmt ganz genau zusammen, weil die Beschleunigung, der diese Kugel ausgesetzt ist, ist ja eben ganz genau diese minus 9,81 Meter pro Sekunden zum Quadrat. Hops. Und jetzt erkennt ihr auch, warum hier dieses Halb stehen muss, damit es dann beim Ableiten wegfällt und warum die Funktion ganz genau so aussieht, wie sie aussieht. Und ich glaube, jetzt könnt ihr euch für andere Daten auch selber eure Funktion zusammenstellen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Tschüss.